Heute sind wir in Sachsenheim am Bahnhof und betrachten uns die Situation vor Ort an. Vor allem der Zugang für die Behinderten ist hier mangelhaft, da es keine Möglichkeit gibt. Und wir fordern 2 Aufzüge, um für die Senioren, für die Familien mit Kinderwagen den Zugang zum Bahnhof gerecht zu machen. Mit dabei ist heute Dr. Christian Jung, Mandat des Bundes, der mich hier im Wahlkampf unterstützt. Ja, lieber Roland, ich finde es wichtig, dass wir uns das hier angeguckt haben in Sachsenheim, weil man hier sehr gut sehen kann, jetzt kommt gerade ein Zug durchgefahren, dass hier, das ist auf keinen Fall behindertengerecht. Ja. Hier wohnen über 20.000 Menschen und der Bahnhof ist ein richtiger Pendlerbahnhof, der permanent genutzt wird. Und wenn man auch sich anschaut hier, wie der Bahnhof insgesamt und was für ein Zustand ist, dann ist es also alles, aber nur nicht barrierefrei. Und es ist die Aufgabe der zukünftigen Landesregierung, dass wir hier noch viel mehr machen. Und man sieht es auch in den Beispielen, auch bei dem Thema Fahrrad ist es natürlich wichtig, dass man auch, wenn man fahrradfreundliche Bahnhöfe haben will, dass das auch möglich ist, dass man Fahrrad transportieren kann. Und deswegen, es tut niemandem weh, hier 2 Fahrstühle einzubauen, aber man muss da immer dranbleiben. Wir haben das 1000 Bahnhöfe-Programm vom Bund im Moment. Leider haben sich die Bayern da wieder sehr viele Sanierungsmittel gesichert, aber es ist auch die Aufgabe der zukünftigen Landesregierung, hier noch viel mehr zu machen, weil wir müssen den öffentlichen Personennahverkehr noch viel attraktiver machen und der ist auch dadurch attraktiv oder weniger attraktiv, wenn auch das stimmt mit dem Umsteigen und der Barrierefreiheit. Vielen Dank.